Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier zum Arsch. Wir werden mal die Schweine versorgen, die ich begonnen hatte in der letzten Folge. Da werden wir gleich mal die Wasser geben. Da wollen sie nicht verdursten. So, dann gucken wir gleich mal bei Heu nach, ob wir schon genügend Heu haben oder Lager ziemlich voll ist. Dann müssen wir irgendwann. Nö, ist doch überschaubar. Aber wir haben schon was, ne? Wir können notfalls Futter herstellen. So, Futter haben sie gekriegt, die Kühe haben auch. Da gucken wir ganz kurz im Menü rein. Zur Sicherheit. Ja, Mais wird 10 haben, na gut, okay. Bin voraus. So sieht ganz gut aus. 0,2. Da hat noch Zeit. 0,3. Da bei 0,5 wird verkauft. Beziehungsweise geht zum Schlachter. Das sind die ganz kleinen. Die haben noch genug Zeit. Unsere Kühe haben jetzt aktuell Milch 40.000. Darf kein 70 sein, wo wir voll fahren können. Und unsere Kälber, sie sind aktuell. Stroh könnte damit gebrauchen, aber gut, das reicht für heute aus. Ein männliches Tier. Wir haben nicht so viele männliche Tiere, aber die gehen ja mal irgendwann zur Schlachtung. Aber sie dürfen ganz gerne locker 1000 Kilo haben, ne? Gut, das werden die Tiere versorgt. Dann gehen wir rüber, was unsere dann werden wir gleich mal hier nacharbeiten, das machen wir gleich selbst. Kriegt der Helfer nicht hin. So, mal ganz kurz Lenkung aktivieren. Geht mir auf den Nerv. Wer nicht geht, nicht schön, aber muss leider sein. Bin immer sehr entschuldigt, das geht mal nicht anders. Ich hätte da einfach an gucken müssen, aber. Aber habe ich immer nicht gemacht. Das dauert ein paar Sekündchen. Na, noch nicht aktiviert. Aber ein zweites Mal. Muss ich den Stecker ausstecken und wieder einstecken und dann geht's eigentlich immer beim ersten Mal, aber hier anscheinend beim zweiten Mal. Weil es fährt sich mit Lenkrad halt besser als mit Tastatur. Gut, das ist alles da. Wir werden mal ganz kurz den runterstellen und dann werden wir gleich flügen. Muss ja nicht 100% sein, aber eher 200%, ne? Und dann werden wir gleich mal hier die Aussaat machen mit Mais, weil wir Bodentemperatur plus 8 Grad, das sollte also spätestens morgen wir 10 Grad haben. Wir haben ja schon morgen Sommer, ne? Ja, bei 3 Tagen ist es ungünstig. Also ich empfehle jeden Minimum 6 Tage. Ich muss ganz ehrlich sagen, 3 Tage ist ein bisschen ungünstig. Von der Machbarkeit her. Aber umstellen ist zu empfehlen im Winter. Da ist es wächst in der Regel nichts und dann ist es im Grunde gefahrlos. Kann man das machen, ne? So, es ist jetzt für mich zu spät. Ich habe mir aber mal für 3 Tage entschieden. Das muss ich jetzt aber leider durchziehen, ne? Beste draus machen, sagt man so, ne? So, gehen wir durch.
Vollgas. Ja, das richtige Fliegen dauert halt ein bisschen länger, ne? Als mit dem Flug. Ja. Weil ich versuche, ein bisschen Realismus reinzubekommen. Ein bisschen. Nicht komplett. Komplett ist es im Grunde. Wird schwierig, aber doch teilweise, ne? Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind hier im Spiel alleine. Gut, man kann hier auch mit Crossplay arbeiten, aber mit einem großen Flug ist schwierig. Also man sieht ja, was für einen großen Wenderal er macht. Oh. Aber das kriegen wir in den Griff heute, ne? Also. So. Dann können wir hier an der Kante orientieren und können entsprechend gut flügen. Ja, Michael, Samstag, ne? Folge Nummer 5. Ja. Ich schau mal, dass wir es hinkriegen. Heute. Denk mal, wird kein Problem sein. Und wir gucken auf die Zeit. Ich habe wieder keinen Timer aktiviert. Weil ich mich abgewöhnt. Ja. So wie meine Lenkung zum Beispiel. Mal vergesse. Den Timer vergesse ich auch ganz gerne. Obwohl das nicht ganz so tragisch ist. Wenn es ein bisschen länger ist, ja, oh Gott, nee, ne? Ist halt so, ne? Gucken. Naja, Produktion, Schweine haben die, glaube ich, erstmal genug. Die wird erstmal verarbeitet. Und jetzt werden wir sehen, dass wir da Rinder, das dauert noch ein bisschen, ne? Also Rinder dauert locker noch ein Jahr, kann man sagen, ne? Bei drei, hat aber einen Vorteil bei 3 Tagen, dass die Tiere entsprechend schnell kommen und wachsen, ne? Wenn man schnell Kälber haben will, im ersten Jahr im Prinzip auf 3 Tage, dann hat man schnell die nötigen Kühe da und die nötigen Kälber und auch die Schweine, ne? Das geht ja relativ zügig, also. Werde ich bald die etwas größeren Kälber, sobald sie geschlechtsreif werden, also fruchtbar, dann werde ich sie zurückbringen in den großen Stall, im ersten. Und dann lasse ich die Bullen dann zurück, ne? Also irgendwann. Aber das dauert noch eine Weile. Na gut, jetzt haben wir Frühling, zum Herbst, zum Winter bestimmt, ne? Wenn ich umstelle, dann wird es nachher. Geändert. So. Flügen war ja früher auch eine eintönige Arbeit. Heute gibt es ja moderne Geräte, die das Prinzip auch schon automatisch machen. Bei größeren Feldern, ne, dass man GPS einsetzen könnte, theoretisch. Um gerade zu fahren. Oder ich denke, man wird auch gute Möglichkeiten geben zu programmieren, ne? Das wird schon sicherlich geben. Also es gibt ja autonomes Fahren auf der Straße und dann kann man sicherlich auch auf dem Feld das machen, ne? Geht ja mehr Richtung Automatisierung. Zum einen Kosten sparen, zum anderen Personal sparen, also beides im Prinzip, ne? Weil auch keiner die Löhne zahlen will, ne? Das kommt ja noch hinzu.
Man muss ja von der Arbeit auch leben können, ne? Und dann heißt es entsprechend, naja, ja, das ist mir zu teuer, ne? Ist ja auch nicht gerecht. Auf einem Ende werden starke Gewinne eingefahren, und am anderen Ende heißt nachher, ne? Die wollen nicht abgehen. Ich rede jetzt von den größten Bauern, also Bauern in Anführungszeichen die großen, ne? Also die richtig großen Flächen haben. Der Kleine, der kann gar nicht so wirtschaften, wie er möchte. Das ist, er stützt uns an den Grenzen im Prinzip, weil er zu wenig Land hat, ne? Und da er heute immer heißt, immer mehr arbeiten und schneller in derselben Zeit, wenn du zu wenig Land hast, dann kannst du das nicht machen, ne? Und bei Tieren ist es auch begrenzt, in Anführungszeichen, weil du musst ja auch entsprechend einen Absatz haben, ne? Was nutzen dir 1000 Schweine mehr halten, aber wenn das keiner isst, ne? Ist ja auch an Grenzen gesetzt. Also, weiß ja jeder, dass man im Prinzip irgendwann ist mit Essen Schluss, ne? Ja, dann wir gleich mal hier auch Mais aussehen, ne? Und dann sehen wir weiter. Ob wir das bald düngen können, ne? Das Wachstum durchgeht bei unseren Feldern. Das sieht schon mau aus, ne? Das soll ja bald, will ja auch noch ernten, ne? Mal gucken, Übersicht, ob wir da irgendwo rein theoretisch düngen müssten. Machen wir Gras mit. So, Wachstum. Ich möchte gerne, dass es das orange ist. Also orange richtig ausgereift ist. Da muss Kalk drauf oder ist geflügt. Ach, ist geflügt. Das ist farblich immer etwas täuschend, ne? Also kein Kalk. Gedüngt. Also, oh ja, da wollte ich düngen. Da geht aber nicht. Da ist fertig. Da ist auch fertig. Und da muss. Da ist Gras, das ist zu spät, in Anführungszeichen. Und hier muss man wachsen. Und hier ist leider auch nicht möglich. Und da habe ich gerade erst ausgepflanzt. Und da ist er bei. Also wir brauchen Wachstum. Müsste aber eigentlich heute Nacht spätestens kommen, ne? Also allerspätestens. Letzte Nacht ist nichts gewachsen. Nicht sichtbar jedenfalls. Und. Ja, mal sehen. Dann ist er mit Mais gleich fertig, dann kann er gleich hierher. Und dann ist hier auch fertig. Dann haben wir drei Felder Hopfen. Sollte auch nicht reichen. Drei Felder Hopfen sollten nicht reichen. Naja, reicht im Grunde sowieso nicht, ne? Also. Wir müssen da größere Felder haben. Habe ich aber nicht. Ja. Drehen. Drehen. Sonst habe ich ja so viel verschenkt. Gut, das reicht eh noch nicht ganz, aber fast. Es reicht. Müssen nur ein bisschen nacharbeiten, die Ecken, die Schrägen. Und dann geht das schon. Jetzt scheint die Einstellung zu passen. Jetzt habe ich weniger Verluste. Obwohl der Rechner nie ausgereizt ist, ne? Also normalerweise. Naja. Machen wir gleich die Ecke hier, einfach schräg hier rüber. Muss ja auch nicht perfekt sein, ne? Aber wie gesagt.
Zu 99%, sagen wir so, soll es schon sein. Man könnte ja auch eine Mission machen, also das Feldprinzip verkaufen, dann hoffen, dass eine Mission kommt, flügen zum Beispiel, dann flügen und dann als fertig ist es ja komplett geflügt, ne? Und den Rand machen wir nicht, das wird eh keiner fahren, ne? Von der Maschine her. So, kurz den Flug raus und in die nächste Ecke. Muss mal probieren, ob ich den Deich verarbeiten könnte. Tiefer. Den Deich entfernen. Ich betrachte den Deich als, naja. Also die Funktion eines Deiches hat es hier nicht. Also soll ja eigentlich den Ort vor Wasser schützen, beziehungsweise die Landschaft, also im Prinzip das kultivierte Land vor Hochwasser. Und wenn der Deich aber irgendwo aufhört, ist die Funktion halt nicht da. Aber symbolisch gesehen ist das schon mal, ja, ist da, ne? Wir kriegen so einen Dunst hier, so einen Nebel hier. Das sieht gut aus. Ja, wenn ich vergleiche über LS 11 her, ist die Entwicklung schon gewaltig, weil ich neulich gerade heute gesehen habe, ein Angebot, Pyramide, wie das Ding heißt, LS 11, mit allen DLCs, die es gibt, 53 Euro. Habe ich auch überlegt, Mensch, nee, nicht wen kaufen, das ist Quatsch, den habe ich ja, brauche ich nicht kaufen, aber ein heftiger Preis für ein Anführungszeichen. Schon sehr altes Spiel, ne? Also schon, ja. Ich würde nicht sagen, museumsreif, ist sicherlich immer noch spielbar. Ob alles mit Windows 10 vielleicht, weiß ich nicht. Hab's noch nicht probiert. Ist ja auch nebensächlich erstmal für mich, weil ich's. Ich möchte das nicht mehr spielen, sag mal so. Wenn ich was Gleiches habe, was ähnlich ist, was besser ist, dann würde ich das Alte im Grunde ja, nicht mal anfangen, weil ich auch die ganzen älteren Mods gar nicht habe und die Probleme, die ich damals hatte, wollte ich heute eigentlich nicht mehr haben. Ne? Also mit Bug-Kollision, was für alles für Fehler gab, wo ich damals nicht wusste, Logdatei war für mich komplett fremd. Und in diesem damaligen Zeitpunkt Forum lesen, das war auch nicht so. Nicht mein Fall. Heute mache ich es ja. Aber früher habe ich es eh auch schlichtweg nicht gewusst. Ne? Jetzt so nach und nach habe ich mir das so angeeignet. Ne? Bei 13er bist du schon ein bisschen mehr und beim 15er richtig viel und beim 17er war es dann schon voll drin mit der Logdatei nachgucken, ob da irgendwelche Errors kommen, ne? Um dann die Fehler auszumerzen, ne? Also oder auszuschließen. Und man muss auch nicht jeden Mod haben, ne? Also für mich ist wichtig Season, Courseplay, ja auch Auto 3 will ich mal wieder probieren. Da hatte ich mir heute gerade runtergeladen, will ich aber hier auf der Marsch und groß kannst nicht nutzen, eher in Thüringen. Und da will ich jetzt mal Laufe der Woche Kurse einfahren. O1. Geschwindigkeit 1, damit nicht zu sehr ja, Probleme geben könnte bei meinem Mitspieler mit der Tiere zum Beispiel. Ne?
Aber halt nicht alle großen einmal einfahren, sondern erstmal Stück für Stück halt, ne? Erstmal die große Runde. Und vielleicht gelingt es mir auch meinen Kollegen zu erklären, wie er das machen kann, dass er seine Produktion anschließen kann. So, hier waren wir fertig auf dem Acker, ne? Und die Zeit ist abgelaufen. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Pflügen ist fertig. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.